Zeit, um zu den alten Wegen zurückzukehren. Ich entscheide, was getan wird. Aber sammle schon mal Geld, nur für den Fall. Freunden zeigen wir das Herz, Feinden die Axt. Merkt ihr das? Blutpreis und Eisenpreis statt Goldpreis. Ja. Kraft aufbauen. Pragmatisch, ne? Hier ist eine Spur. Ich bin gespannt, wohin sie führt. Dünne und tiefe Schnitte, wie bei einem Rasiermesser. Ich möchte mal anmerken, dass ich mich gerade total erschrocken habe, weil ich erst dachte, das wäre ein Geräusch von draußen. Yep. Die Falle hat funktioniert, würde ich behaupten. Boah, wisst ihr noch, im zweiten Teil, wo ich da jedes Mal in jede verdammte Falle eingetappt bin? Die Spuren hier kann ich gerade erstmal nicht untersuchen. Die führen erstmal... Ruhig, Isa. Das ist nichts, womit du nicht fertig werden kannst. Vielleicht, es sind alles nur Wölfe und wir machen jetzt einfach ein Quen drauf. Ist alles in Ordnung. Die Wölfe sind in der Tat super flink, ne? Der draußen, neun Wölfe. Auch die grillen. Ja, nein. Nur dieses Anfangsgeräusch halt. Oder nur sein Territorium markiert. Nur so dieses Anfangsgeräusch, weißt du? Das war so das, wo ich dachte, oh Gott, was ist das denn jetzt? Ein Geräusch. Und jetzt, habe ich was übersehen zu untersuchen? Hätte ich mir diesen Stein noch angucken müssen? Ja. Zerschmetterte Knochen. Da steckt viel Kraft dahinter. Sinnlos, die Schläge zu parieren. Ein Waldschrat. Männlich. Sehr alt. Verdammt. Hat wahrscheinlich einen der Dörfler markiert. Informiere dich näher über den Geist, indem du das Bestarium liest. Aber haben wir nicht schon gegen Waldschrat gekämpft? Offensichtlich. Ein Relikt. Geist des Waldes. Doch, wir haben schon gegen den... Boah, die Waldschraten sind cool. Böse, um dagegen zu kämpfen, aber richtig, richtig cool. Was haben wir hier? Deuterium, Reliktöl habe ich, glaube ich, nicht und Igni. Aber Igni ist immer gut, weil Igni benutze ich ja stets. So, dann sprechen wir mit den Herren einmal darüber. Das heißt, wir müssen wahrscheinlich wieder ein Totem suchen, um die eben rauszufinden. Ich war ganz ehrlich, als ich gesehen habe, wie dieser Mensch gestorben ist, dachte ich schon so im ersten Moment, das ist eh ein Waldschrat. Warte mal, Harald ist der, der gegen mich ist, ne? Ich weiß, was ich sage. Dieser Geizkragen von Wirt verdient seinen Wein mit. Ich weiß halt nicht, ob ich jetzt mich entscheiden soll für einen. Ihm schließlich den Schädel brach. Aber letztendlich ist es ein Monster und das Monster muss sterben. Ende. Ich bin zurück in den Wald gegangen und habe mir die Spuren angesehen. Der Geist weiß, wie man Eindringlinge beeindruckt. Sagte ich doch. Er liebt es zu töten. Ich bin mir fast sicher, dass wir es mit einem alten Waldschrat zu tun haben. Ein gewöhnliches Biest also. Wusste ich's doch. Nicht ganz so gewöhnlich. Solche Monster sind eine große Bedrohung für das Dorf. Und für mich, falls ihr mich anheuern wollt. Oh, keine Sorge. Wir haben das Gold. Es gibt nur ein kleines Problem. Der Waldschrat hat einen von euch markiert. Solange diese Person in der Nähe seines Gebietes lebt, kann man das Biest nicht gänzlich vernichten. Er wird früher oder später wiedergeboren werden. Es muss ein Ältester sein. Harald, da bin ich mir sicher. Worte reichen nicht aus. Ich muss die Markierung selbst finden. Die Menschen werden dir nicht glauben. Sie werden keinem Fremden glauben, der einen der ihren beschuldigt. Aber finde den Markierten. Dann erledige ich den Rest.
Ich muss meine Sinne einsetzen und herausfinden, wen der Geist des Waldes markiert hat. Das machen wir sofort, aber wir reden erstmal nochmal mit Harald. Weil ich finde das cool. Ich wusste natürlich jetzt in dem Moment nicht, ob ich die Möglichkeit hätte, mit beiden zu reden, aber kann ich offensichtlich. Also tue ich das auch gerne noch mit Harald. Er hatte nicht viele Freunde, oder? Die Menschen wollen heute nichts mehr von dieser Art des Sterbens wissen. Doch früher. Ich erinnere mich. Ich war noch ein kleiner Bursche. Lugos Hasenschnauze führte einen Raubzug auf unser Dorf an. Ich fand nichts als Stille und Staub. Mein Papa und mein Onkel haben sich hinter den Bäumen versteckt, habe sie kaum entdeckt. Ich weiß noch, wie sie einen Krieger nach dem anderen niedergemetzelt haben. Und als sie dann Hasenschnauz umzingelt hatten, er hätte in dem Moment wohl lieber den Waldgeist erblickt. Euer Geist ist ein sehr alter Waldschrat. Er ist gefährlich, aber ich sollte mit ihm klarkommen. Du willst ihn töten? Er hat uns zu unbesiegbaren, starken Kriegern gemacht. Vielleicht habe ich mich nicht klar genug ausgedrückt. Der Waldgeist ist ein Monster. Er ist genauso verwundbar wie du und ich. Er ist viel mehr. Dank ihm wurde der Wald zu einem riesigen Jagdgebiet. Und unsere Frauen gebären starke Babys. Die Macht des Waldgeistes hat uns zu den besten Jägern der Inseln gemacht. Das ist wahr. Nicht jeder Bursche, der hinausgeht, um ein Jäger zu werden, überlebt das heilige Ritual. Aber müssen Hexer nicht ähnliche Opfer bringen? Worauf nicht nachfragen? Beim Baum sagtest du, dass du noch eine andere Möglichkeit kennst, den Waldschrat aufzuhalten. Wir müssen zum alten Pfad zurückkehren, zurück zu den alten Wegen. Die Wälder mit Speer und Messer durchstreifen und auf faire Weise unsere Tapferkeit beweisen. Das wird ihn besänftigen. Unsere Ahnen haben den Bündnisstein im Wald errichtet und darauf Opfergaben von edlen Tieren dargebracht. So haben sie einen Pakt abgeschlossen. Mach es genauso. Geh entlang des Baches nach Süden. Unterzieh dich der Prüfung, indem du Wolfsherzen an der heiligen Stelle verbrennst. Die Taktik finde ich tatsächlich mal interessanter, weil es mal was anderes ist, als ich töte einfach. Aber wenn es nicht klappt, töte ich das Biest. Weise Entscheidung. Der Geist wird dich herausfordern. Du musst ihm standhalten. Wenn du es schaffst, das Bündnis zu erneuern, werde ich dich mit viel Gold belohnen. Ja, dann würde ich sagen, schauen wir mal, ne? Also, den Eisriesen, ja. Dann würde ich sagen, schauen wir mal, was jetzt hier bei rumkommt. Hier sind ganz viele dieser Bäume und Äste. Ab und zu muss man ja auch mal Tradition wahren, ne? Ja, es wäre einfacher gewesen, wenn ich einfach mit dem Pferd dahin gelaufen wäre jetzt. So, ich weiß natürlich überhaupt nicht, was jetzt mich blüht. Zeig mir, was du zu bieten hast. Und ja, es ist schon ein bisschen paradox, dass der weiße Wolf mit Wölfen spielt. Da gebe ich dir vollkommen recht, Nerdy, ne? Sammel Wolfsherzen. Achso. Ich finde, die Wölfe sind unfassbar schön gemacht. Das ist auch so eine Art, wo ich denke, ich will sie eigentlich gar nicht töten. Wir hatten überlegt, in den Nationalpark zu fahren am Sonntag, aber da ist Regen. Oh nein. Naja, aber Hauptsache, die Kleidung ist die richtige, Iris, ne? Großfleisch. Okay, ausmachen. Ja. Nein. Ausmachen. Lege die auf. Ach, da ist der Altar. Ich hab's nicht gesehen. Richtig gut von mir. Leckere Wolfsherzen. Ich glaube, er macht gerade ein Barbecue, oder?
Nein, möchte ich nicht, Iris. Es war nur ein Scherz. Ich bin Gamerin. Ich bleibe sowieso nur im Zimmer. Das ist schon sehr geil gemacht. Ich bin jetzt echt gespannt, was jetzt kommt. Ich hoffe, ich schreibe euch nicht wieder die Ohren zu. Ihr wisst schon. Sie hat mir zu laufen. Warte, das war die Herausforderung, die 5 Wölfe zu töten? Ehrlich? Der Waldschrat hat mein Angebot angenommen. Ich habe Rauch aufsteigen und Krähen am Himmel fliegen sehen. Die alten Wege bedeuten wieder etwas. In ein paar Tagen wirst du es sehen. Ich habe meinen Teil erledigt. Du erwartest Gold, stimmt's? Keine Sorge, ich habe es. Nimm es, du hast es dir redlich verdient. Am Bündnisstein werden noch mehr Jungen bei dem Versuch sterben, Jäger zu werden. Das Töten wird nie aufhören. Ich habe dich nicht bezahlt, damit du mich belehrst. Du hast deine Aufgabe erledigt. Zeit zu verschwinden. Sieh an, Harald. Bezahlst den Hexer heimlich, damit er abhaut und das Monster leben lässt. Wir haben die anderen Ältesten umgebracht. Nur einer ist übrig. Okay, geil. Der Tod ist nichts weiter als die nächste Stufe des Lebens. Ich begrüße ihn. Verschwinde, Hexer, und nimm dein Gold mit. Was ist das? Wie arschig sind diese Leute? Ab mit ihrem Kopf. Und Mord wird daran etwas ändern. Du hast deinen Teil getan. Oh, Bill, vielen Dank für dein Host. Was willst du noch? Alle? Hier gibt es keine Monster mehr. Ich werde nicht zulassen, dass ihr ihn tötet. Zuerst der Hexer. Schnappt ihn euch! Fehler. Also bitte. Du hast mein Leben gerettet. Ich wäre jetzt tot, wenn du nicht wärst. Wie super, du hast mein Leben gerettet, Mörder. Oh mein Gott, was sind das für geile Emotes? Ich komme auf den Namen Harald nicht klar. Es ist halt alles sehr nordisch-deutsch angeeiert, ne? Iris? Hey, wir legen alle Dorfältesten um Party. Ja, wirklich, was ist das denn für eine Aktion? Wir haben Dorfältesten getötet. Okay. Okay, mach das. Bill, wie geht es dir und deine Gefolgschaft? Ich kann... Wie spricht man dein... P7081? Ich weiß nicht, wie ich deinen Namen aussprechen soll. Alles gut soweit? Leider funktioniert mein Alert heute nicht, weil die Seite ein bisschen spinnt gerade. Leider Gottes. Okay, wartet mal. Hexe auf... Nebenquests sind soweit durch. Check. Hexeaufträge. Check. So, jetzt müssen wir aber wirklich mal mit diesem Dorf essen. Guten Abend, ihr Lümmes und Lümmelchen. Hallöchen, Major Knochen. Mir geht es wunderbar, mir geht es wunderbar. Wie geht es dir denn da draußen? Danke der Nachfrage auf jeden Fall. P reicht. Okay, P. P. Mir geht es super. Danke dir, meine Liebe. Oh. Mir geht es super. Ich habe jetzt 3 Wochen Urlaub. Da kann man sich durchaus ein wenig freuen drüber. Würde ich mal so behaupten. Ne? Also alles super. Oh, ein Hexer. Du bist wegen des Drachen hier, richtig? Pi, vielen Dank auch für dein Follow und willkommen zurück in Birdies. Wie gesagt, meine Alerts gehen gerade aktuell nicht. Ich habe das jetzt gerade auf dem Handy nur gesehen. Erzähl mir von diesem Zufällig. Drachen. Wie sieht er denn aus, zum Beispiel? Das weißt du nicht. Und du willst Monsterjäger sein? Er hat Schuppen, Flügel, Klauen. Ein Drache ist ein Drache. Langes Diskutieren bringt nichts. Töte ihn, sonst gibt's noch mehr Opfer. Ja gut, ne? Bill, was hast du denn gerade so gestreamt? Hexer töten eigentlich keine Drachen, aber ich werde mich umsehen. Du hast von Opfern gesprochen, richtig? 2 Brüder, Askel und Nilas. Oh ja, sie das sind ist auf super. Die Jagd gegangen und endeten als Beute. Sie waren so übel zugerichtet, dass selbst mir anders wurde. Und ich habe genug Verletzungen gesehen, war bei 32 Raubzügen dabei. Von Povis bis zu den Bergen von... Eine spannende Geschichte, ganz sicher. Aber ich bin mehr an den Wunden interessiert. Kannst du sie beschreiben? Sieh sie dir doch selbst an. Die Familie bereitet gerade das Begräbnis für die Jungen vor.
Ihre Leichen liegen im Elternhaus am nördlichen Ende des Dorfes. Aber behandle die Leichen mit Respekt, wie es die Tradition verlangt. Was erwarten die denn vom Geralt bitte? Dass er jetzt hingeht und die Leichen schändet? Nein, ich behandle die nicht mit Respekt. Ich rutsch da einmal rüber. Was für ein Quatsch. Tja, schon wieder jemand, der die Opfer des Drachen ansehen möchte. Vielleicht sollte ich Eintritt verlangen. Vielleicht. Ich würde aber nicht bezahlen. Ich habe in meinem Beruf genügend Leichen gesehen. Ich bin ein Hexer. Ich bin hier, weil ich den Auftrag mit dem Drachen angenommen habe. Ich bitte um Verzeihung. Ich wusste es nicht. Wie kann ich helfen? Ups, ich habe außerdem gerade Scheiße mit meinem Headset wieder gemacht. Ach, natürlich, Bill. Ich wünsche dir einen schönen Abend. Danke für deinen Host. Ich hoffe, du hattest auf jeden Fall Spaß in deinem eigenen Stream. Und ich glaube, ich kriege deine Leute durchaus gebändigt. Eine Obduktion wäre schön. Und du denkst gleich einen rüberrutschen. Damit meinte ich doch eine Obduktion. Nerdy. Wo wurden die Leichen gefunden? Auf der Lichtung, auf der anderen Seite des Flusses. Die Jungs, sie waren immer dort, von klein auf. Sie haben dort Hasen gejagt. Es wird nicht einfach für dich sein, aber ich muss mir ihre Verletzungen ansehen. Wenigstens hast du mich um Erlaubnis gebeten, anders als die anderen. Wenn du die Bestie dadurch besser töten kannst, gerne. Das ist vorerst alles. Danke für deine Hilfe. Und ich verspreche, sie zu rächen. Also nerdig, ich weiß nicht, was du von mir immer denkst. Klauenspuren, Bissspuren, aber nichts verbrannt. Interessant. Nichts verbrannt, interessant. Auftrag Drache. Nie und nimmer ist das ein Drache. Das ist höchstens ein Basilisk oder sonst dergleichen. Aber das wird kein Drache sein. Zumal wir ja auch nur diese eins... Ich frage mich ja die ganze Zeit, was die Drachenlady aus dem zweiten Teil so treibt. Ob die jemals nochmal auftaucht. Oh ja, ich war jetzt zu faul, bis hierhin zu rennen. Das ist richtig. Was ist denn hier? Ziemlich schwacher Drache. Konnte die Kuh nicht tragen, hat sie nur zerfetzt und dann liegen gelassen. Das Blut der Kuh, es könnte mich zum Versteck führen. Das Blut der Kuh. Wie viel Blut muss man eigentlich am Körper haben, dass man so eine Blutspur hinterlassen kann? Verstreute Knochen. Er ist von weit oben runtergefallen. Ein Nest. Wahrscheinlich von einem Gabelschwanz. Warten ergibt keinen Sinn. Ich brauche einen Köder. Sprich mit dem Dorfältesten über einen Köder. Plätze kaum herbeigeritten. Vielen Dank. Ich bin in Eile. Er steht da rum, gähnt und sagt, er ist in Eile. Okay. Hilfst du uns jetzt mit dem Drachen oder nicht? Kann man machen. Ich habe das Nest des Drachen gefunden, aber ich brauche einen Köder, zum Beispiel ein Schaf. Ah, verstehe. Willst du es mit Schwefel vollstopfen? Noch ein Verbündeter des kleinen, tapferen Schuhmachers. Nein, ich schaffe das ohne Schwefel. Ich brauche nur ein Schaf, ungewürzt. Gut. Das hier kann ich dir geben. Es ist zwar räudig, aber was soll's. Weißt du, wie man ein Schaf treibt? Du scheuchst es wie einen Schäferhund. Du kommst von links, es geht nach rechts. Du kommst von rechts, es geht... Wenn Hunde das kapieren, kriege ich das auch hin. Ich bin immerhin ein Wolf. Wie ruft man eigentlich ein Schaf? Hier, Schäfchen. Hey, Schäfchen. Komm her, wir jagen jetzt einen Gabelschwanz. Hü, Schaf. Lauf schon. Ist das hopp, hopp. Mia? Oh nein. Wird Mia das wohl überleben? Hopp, Mia, lauf. Ja, komm schon. Das war eine... Aha. Nein, Mia.
Mia. Nein, Mia. Bitte nach rechts. Nein, nicht einen Kreis laufen. Nein, Mia. Ja. So ist gut. Nein, oh Gott, nein, 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 nein. Sag mir, du musst... Oh mein Gott, ja. Endlich. Das ist doch... Nein! Okay, ich konnte Mia retten. Ich habe mir Mühe gegeben, Mia zu retten, ja? Wie lange soll ich noch warten?